Fragen aus dem Jahr, heute leider nicht so sonnigem 41836 Hückelhofen. Ob es noch sehr, sehr lange 41836 Hückelhofen bleibt, das verrate ich nicht. Wer weiß. Some say irgendwas. Wir haben den BMW M235i X-Drive hinter uns und dieses Kfz, meine Freunde, wird zum richtigen M2-Killer. Gerade von Null weg. Ne? Wegen dem Allrad haben die natürlich dann ordentlich Traktion. Kunde hat auch einen weiten Weg hinter sich. Da vorne steht ein Auto aus Italien. Also die Leute, ich glaube, wir machen schon was richtig. Ne? Ich freue mich da auch sehr drüber. Ich freue mich darüber, dass unsere Arbeit gut ankommt, dass unsere Arbeit gut funktioniert natürlich, ne? Und dass die Kunden das auch zu schätzen wissen. Also, das ist ein sehr, sehr schönes Exemplar. Der Kunde hat schon einiges daran umgebaut. Ich zeige es euch mal eben. So, sieht erstmal so optisch schön aus. Ne? Was hat er gemacht? Also es ist wirklich, wirklich, wirklich schön gemacht. Ne? Auch hier so mit dem Orangen so, sehr geil. Venturi-Ansaugung ist drin. 200 Zeller EWG-Downpipe ist drin. Und Wagner Ladeluftkühler ist drin. 326 PS und 450 Newtonmeter sollten serienmäßig anliegen. So, ich kann euch sagen, das Auto serienmäßig fast die gleiche Leistung gemacht hätte, die es jetzt gemacht hat. Ich sage es immer wieder, die ganzen Anbauteile nützen eigentlich kaum was ohne Software. Und jetzt hat er gemacht, anstatt 326 liegen jetzt 356 PS an, also 30 PS mehr als Serie oder als Angabe. Und anstatt 450 Newtonmeter liegen 480 Newtonmeter an. So, also auch 30 Newtonmeter mehr als Angabe. So, kann man eigentlich sagen, 30 Newtonmeter und 30 PS mehr als Angabe durch die ganzen Anbauteile. Wir werden das Ganze optimieren. Sprit ist übrigens 102 Oktan. Das heißt genau das richtige Zeug, was wir brauchen, um natürlich auch obenrum ordentlich Zündung fahren zu können. So, also Leistungsmessung hatten wir schon gemacht. Die Eingangsmessung, ich bin heute Morgen wieder ein bisschen später gekommen. Ich war allerdings gestern noch bis 9:30 hier und noch bis, letzte Nachricht habe ich geschrieben heute Morgen um 3 Uhr morgens, ja, am Laptop. Das heißt so, ich sehe auch ein bisschen müde aus, aber ich war heute Morgen trotzdem am Sport. Sport ist wichtig. Arnold Schwarzenegger sagt immer, 6 Stunden Schlaf reichen. Und wenn dann jemand sagt, nee, ich brauche 8 Stunden, dann sagt er halt, ja, dann schlaf halt ein bisschen schneller. Ne? So, 6 Stunden Schlaf reichen auf jeden Fall. Manchmal kriege ich auch nur 4. So viel zu dem Thema. Also, ich mache mich jetzt an die Arbeit und dann gucken wir mal, wie viel Bums die Kiste gleich haben wird. Bis gleich. Peace. Alright, meine Freunde, ich bin fertig und das Ding wird auf jeden Fall ein Sahnestück. Getriebe haben wir jetzt nicht mitgemacht, nur Motor. Mit Getriebe wird dann noch ein bisschen mehr Drehungen geben. Aber seid gespannt, das Ding wird auch so gut Bums haben und leistungsmäßig steht natürlich vorne eine 4, 100%. Aber wie viel da wirklich steht, gibt es nach der Leistungsmessung. Also, peace. Wir sind alle fertig und das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wenn's, also im Prüfstandsraum, ohne Scheiß, im Lebenstemperatur 30 Grad, ja, und es ist verdammt heiß. Der Ansaugluft 44 Grad. Ey, wir sehen noch ein bisschen Schweiß im Stirn. Der wird sogar noch mehr machen, wenn der oben rum nicht ein bisschen runterregeln würde. Ich zeig's mal eben. Ihr könnt sehen, hier oben wird ihm ein bisschen zu heiß. Laut Lok sind wir da auch schon bei 55 Grad Ansaugluft, das heißt, so die Leistung geht runter, also normalerweise wird es noch ein bisschen mehr anstehen, aber schaut euch die Kurven an, die sind wie gemalt, oder? Die Kurven sind wie gemalt, schöner als vorher und wir haben 432 PS, 579
Newtonmeter. Werkstattmeister Gökaya, können wir das Auto rausgeben so? Erstmal uns nochmal angucken und dann können wir das rausgeben. Alles klar, machen wir so. So, also, genau. Loks schaue ich mir jetzt an, aber das sah halt eben schon live beim Fahren sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, andere Luft da ein bisschen hoch. Wenn es ein bisschen kühler wäre, würden dann wahrscheinlich 440 PS stehen. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden. Deswegen, Loks an Benz, überall Benz. Wir haben zwei GTCs hier. Also wir machen echt sehr, sehr viel Mercedes mittlerweile. Oder momentan sehr viel Mercedes. Und ganz ehrlich, ich mache es auch gerne. Ich mache auch BMW gerne. Ich mache alle Autos gerne, aber ich mache Mercedes sehr, sehr gerne. Ja, das ist das von mir. Eine 8 Liter auch noch. Kriege ich auch noch Abgasanlage und Tuning. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. M235i und M135i, Leute, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Kommt einfach alle vorbei. Das war's von mir. Subscribe, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.